So, weiter geht's. Vielleicht sollten wir jetzt nicht einfach planlos durch die Galerie durchrennen, sondern mal ein bisschen. So, wo hing das Bild? Ich habe keine Ahnung. Wo kam ich überhaupt? Hier ist kein Durch. Da ist ein Durchgang. Da will ich durch. Durchgang. Na, 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 na. Also wir müssen wieder Die Galerie der spanischen Maler. Ja. Das hier ist die. Ah, Steuerung. Also, wenn wir bis dahin durchlaufen. Dann sind wir. Wupp, hier hingen ja die ganzen anderen englischen Maler, glaube ich, ne? So. Nein. Oh, Sherlock, Kamera, bitte. So. Die Halle der englischen Maler. Gut. Jetzt auf welcher Seite hing das? Das ist so ganz einfach. Wir gucken uns einfach alle Bilder an. Sobald es uns erlaubt ist. Hier ein vernünftige Kamera. Da, hier, Katze. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Hängt das nicht hier? Wie schrecklich. Mr. und Mrs. Andrews von Thomas Gainsborough. Ein unvollendetes Das haben wir uns Gemälde, schon gesehen. obwohl er als Ah, Thomas Gainsborough. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Oder hing's hier? Wie schrecklich. Ah, oh. Das sind doch Fußspuren. Ah. Da ist etwas drin. Was? Eine schwarze Gummispur. Eine schwarze Gummispur. Eine schwarze Gummispur. Und das hier ist einer? Eine schwarze Gummispur. Diese vier Gummispuren sind identisch und bilden ein Quadrat. Ja, und jetzt? Ja, da haben wir doch noch andere gesehen, oder? Oder irre ich da? Nee. Ah. Wie schrecklich. Tja, da haben wir einen Hinweis. Ein Quadrat. Ups. Ja, ich hatte da eben mal. In die Lösung reingeschaut, aber sie war auch nicht sonderlich hilfreich. Die können wir auch eigentlich wieder zumachen. So. Was man als, ne, wo man als nächstes hin musste, aber Wie die schrecklich. Idee hatte ich ja eh gefasst. Wie schrecklich. Alles ganz schrecklich. Sagt halt auch das, was ich gedacht habe. Man soll beim Gemälde gucken. Ich nehme es übrigens auch wieder an dem Part, an dem Tag auf, wo ihr es auch sehen könnt, also heute am Sonntag. Ich laufe gerade wie ein Irrer hier durch. Ich will noch mal zum Direktor. Steuerung. So, hier hoch. Da.
So. Was wollen Sie von mir, Mr. Holmes? Diese Lampe. Nichts. Vielen Dank, meine Herren. Gut, wir sind hier, falls Sie noch Fragen haben. Kommen Sie, Palinor. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Okay, da wir hier gerade wieder wie irre rumlaufen und uns alles schon 20 Mal angesehen haben, gehen wir in einen Raum, wo wir uns noch nicht alles 20 Mal angesehen haben. Wenn wir diesen Raum finden. Also ich will nochmal in diesen Raum, wo der Farbeimer umgefallen. Wo zur Hölle bin ich? Ich komme hier nie wieder raus. Ist wie in einem Möbelhaus. Bin ich in einer Endlosschleife gefangen. Ich glaube, hier ist gut. Ne, auf die andere Seite. Da. Da sehe ich auch schon wieder Fußspuren. Seht ihr? Seht ihr? Ja, da müssen ja irgendwo Fußspuren sein. So, hier haben wir uns noch nicht alles 100 Mal angeguckt. Heute ist es ein bisschen schleppend. Optimal zu fassen, wenn man vom Oberlicht aus springt. Das sind Werkzeuge, um Gemälde zu restaurieren. Mhm. Mhm. Das war? Wasser. Ah ja. Ich bin gerade schwer am Überlegen. Noch keine Items. Was könnten denn diese vier... Diese vier... Es gab gerade mal wieder einen Hänger. Was könnten denn diese vier... Gummi... Pfropf. Oh, guck mal, hier sind auch... Auch Schuh. Fußspuren. Quadratförmig ist eine Kiste. Warum sollte eine Kiste Gummisohlen haben? Das haben wir schon gesehen. Also eine Kiste hat Gummisohlen. Wofür? Nee, dann denke ich falsch.
Was? Wofür hat man denn Gummi irgendwo drunter? Damit etwas nicht rutscht. Was könnte denn da aufgestellt worden sein, das nicht rutschen soll? Was stellt man in Gebäuden auf, das nicht rutschen soll? Kühlschrank? Nee. Also ich denke nämlich nicht, dass das Gummi dazu da war, den Boden zu beschädigen, nicht zu beschädigen. Das war nämlich Marmor. Den kriegt man jetzt auch nicht so schnell klein. Ist die Richtung. Ich bin da jetzt durchgerannt. Hier lang. Also, in einem... andere Seite. Keine Sorge, irgendwann werden wir auf der richtigen Seite ankommen. So. Das Einzige, was mir jetzt einfiel, wäre eine Leiter. Eine Leiter braucht man, um hochzuklettern. Da ist etwas Merkwürdiges an der Decke. Ich muss hochklettern, um es zu untersuchen. Aber Lestrades Männer benutzen gerade die Leiter. Ich werde mir das Museum ansehen, während ich auf sie warte. Yep. Danke sehr. Also, da haben wir auch noch was gefunden. Weiterhin was können wir denn noch machen? Die Leiter suchen. Aber wo? Lestrades Männer brauchen die Leiter. Wo sind die denn? Vor dem Museum? Es war jetzt aber gerade... Ich weiß nicht, fandet ihr das schwer? Ich fand es gerade ordentlich knackig. Sherlock! Wir wollen hier wieder raus. Dann gehen wir hier raus. Anbetung der Könige. Blub, blub, blub. Ich sagte, ich habe kein Auge für Kunst. Die können ja eigentlich nur draußen sein. Wo denn sonst? Warum sollte ich dorthin gehen? Weil wir irgendwie eine Leiter brauchen. Und wir wollen ja dieses Schloss da auch knacken. Das ist bestimmt ein doofes Bilderrätsel mit dem Schloss. Fußspuren. Überall sind Fußspuren. Fußspuren. Da. Oh. Dieser Fußabdruck ist sehr deutlich. Wie ein eingedrückter Fußstapfen. Und der? Dieser Fußabdruck ist eher schwach. Der Mann, der diese Fußspuren hinterlassen hat, ist zurückgekommen. Er hat etwas Schweres getragen, als er diese Treppe hochgestiegen ist. Vermutlich Gemälde. Schuhgröße 44. Mr. Holmes, Inspektor Lestrade lässt ausrichten, dass wir die Leiter nicht mehr benötigen. Sie steht neben dem Büro des Direktors. Ich kann mich nicht... Haben wir nach einer Leiter gefragt überhaupt? Dafür muss ich erst 1000 Mal diese Schuhe... Gut, ist von 2007 das Spiel. Ja. Ah gut, so muss das auch im Point-and-Click-Adventure sein. Da passt alles rein. Diese Steuerung macht mich hier echt fertig. Das wurde in den späteren Spielen echt besser.
Ihr habt ja jetzt schon einige Sherlock-Spiele. Wie viele haben wir denn hier eigentlich? Zwei haben wir schon, ne? Also das Geheimnis des silbernen O-Rings. Und wir gehen direkt hier hin. Und wo zum Teufel bin ich? Was ist? Das Testament haben wir noch. Ah doch, Jack the Ripper haben wir auch noch gespielt. Genau. Welches fandet ihr eigentlich so bisher am besten? Das mit dem Psycho hier, das mit den Sherlock-Psycho-Kindern? So ging das, ne? Bitte. Da hättest du keine Überblenden. Da ist etwas drin. Elementar. Wenn Sie die Initialen JL tragen, lautet die Antwort ja. Wenn nicht, hallo, Mr. Holmes. Unser gestriges Treffen war kurz, doch gewiss nicht unser letztes. Es freut mich, dass Sie an diesem Abenteuer teilnehmen und das ganze Spektakel aus nächster Nähe miterleben werden. Und wenn der Ausgang, auch wenn der Ausgang Sie betrüben wird, bitte informieren Sie Inspektor Lestrade, dass ich natürlich, wie Sie wissen, er jedoch nicht glaubt, durch den Eingang gekommen bin. Ich benutze stets den Haupteingang. Nur der Rückweg variiert. Doch genug zur Vergangenheit, blicken wir in die Zukunft. Nach der heutigen Nacht werde ich ein weiteres Wahrzeichen des Stolzes von England in London stehlen. Es liegt an Ihnen, es zu identifizieren, bevor ich es mir schnappe. Dazu habe ich Ihnen im Museum einige Hinweise hinterlassen. Ein brillanter Verstand wie der Ihre dürfte Sie mit Leichtigkeit finden und deuten. Doch gelingt Ihnen das rechtzeitig? Ich habe einige Gemälde an Ihren angestammten Platz belassen, die ich nicht durch Exemplare aus meiner Privatsammlung ersetzen sollte. Eine genaue Betrachtung dieser Bilder sowie das folgende Gedicht liefern Ihnen alle nötigen Informationen, um herauszufinden, wo ich den gestrigen Nachmittag und den frühen Abend verbracht habe. Mein Rat, brechen Sie nicht dort ein, Sie würden ein Gemälde von großem Wert zerstören. Ging durchs Museum letzte Nacht, sah Venus und Mars in weißer Pracht. Der kleine, faune, lustige Schar feierte das erste Jahr. Der Reiter schläft bei Tag und Nacht, sein Schimmel hält getreulich Wacht. Seit langer Zeit schon ist es wahr, die zweite Zahl ist jenes Jahre. Die Wangen der Eisläufer leuchten rot, ihre Schöpfer hingegen sind schon lange tot. Nun merke auf und denke dran, denn Hendriks Alter gehört zum Plan. Viertens, das Jahr, in dem es erworben, Knab und Engel kein bisschen verdorben. Erstes minus zweites mit dem dritten multipliziert, abzüglich des vierten, dann habt ihr es. Gut. Dieses Gedicht von Lupin bezieht sich offensichtlich auf vier Gemälde, die momentan im Museum hängen. Sollen wir mit unserer Suche beginnen? Gut, dürfte nicht allzu schwer sein, das erste zumindest. Venus und Mars, römische Kunst, definitiv bei den italienischen Malern. Zum Glück habe ich gerade ein Notizbuch hier liegen. Und ich behaupte von mir ja einfach, dass ich recht passabel im Kopfrechnen bin. Ich muss nur immer 10 drauf oder abziehen, da ich mich um diese immer vertue. Wie spät haben wir es eigentlich? Eigentlich sind wir noch schon drüber, aber ich würde sagen, wir gucken uns das erste Gemälde immerhin nochmal an, das mit Venus und Mars. Venedig, La Serenissima. Nein. Wie schrecklich. Anbetung der Könige von Botticelli. Nein. Schrecklich? Wie schrecklich.
Das ist dann auch schrecklich. Du bist klein. Heilige Katharina von Alexandrien. Nein. Ein Gemälde von Veronese. Nein. Ach, das haben wir da eben ja aus der großen Entfernung kennengelernt. Hier. Da ist, wonach ich gesucht habe. Aha. Tja, da ist, wonach du gesucht hast. Und jetzt? Ihr erinnert euch doch noch an... da. Dieses Gemälde von Botticelli zeigt die Götter Venus und Mars. Dieses Gemälde wurde 1874 zum ersten Mal in der National Gallery gezeigt. Gut, 1874 ist dann die Zahl, die wir brauchen und von der wir nachher die zweite abziehen müssen. Ich vermerke mir in meinem Kopf, was nichts heißt, dass ich mir das nächste Woche nochmal angucken muss oder ich schreibe es mir gleich einfach auf. Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Wenn ihr diese Folge überlebt habt, vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Ich freue mich auf eure Kommentare am meisten. Und ja, haut rein. Ciao.